Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir das Auge der Priesterin gefunden, was uns unsichtbare Dinge sehen lässt, woraufhin wir Ava, den Begleiter des Königs, besiegen konnten und ja, wodurch wir mit Alsanna gesprochen haben, einem weiteren Splitter der Finsternis, von denen wir ja schon so ein bisschen was gehört hatten oder gelesen hatten und die wir auch schon teilweise getroffen hatten. Und dieser hat jetzt den Schneesturm hier, hat das Eis gebrochen und den Schneesturm zum Erliegen gebracht, denn sie möchte von uns, dass wir ins alte Chaos stürzen, das sich offenbar unter Eleum Lois befindet, und dass wir es besiegen, weil der Weiße König ist wohl einst in das alte Chaos gestürzt und nie wieder zurückgekehrt, zusammen mit einer Menge seiner Ritter. Und wir sollen jetzt aber erst, oder bevor wir das alte Chaos aber besiegen können, müssen wir zunächst die Ritter, die noch loyal dem König gegenüber sind, finden, hier in dem Gebiet, und müssen ihnen zeigen, dass wir ein Anführer sind, mit dem man quasi das alte Chaos besiegen kann. Wow, der macht aber Damage, der Typ, ey. Das heißt, was wir jetzt im Prinzip machen müssen, ist nochmal durch das Gebiet gehen, das wir jetzt schon erkundet hatten. Und wir haben jetzt zwei Unterschiede. Erstens können wir jetzt versteckte Sachen sehen, die wir vorher nicht sehen konnten, weil wir das Auge gefunden haben. Und zweitens können wir jetzt an die Stellen, wo wir vorher nicht hin konnten, weil wir das Eis gebrochen haben. Hier haben wir ja beim letzten Mal den Fahrstuhl aktiviert, also weiter unten. Ich bin ein bisschen vorsichtig wegen Mimics, weil wir haben Mimics im Eis gesehen. Und deswegen können wir jetzt hier rüber, kriegen die Seelensalve. Was macht die denn? Es ist ein Zauber. Seelenstrudel. Seelensalve. Eine der ältesten Zaubereien, die beim Überfrieren von Eleum Lois verloren ging, feuert schnell eine Salve kleiner Seelen ab. Soll hauptsächlich den Wirker schützen, der ausgeteilte Schaden ist nebensächlich. Ach so, na gut. So, und wie gesagt, wir müssen jetzt hier nochmal durchziehen. Man kann es halt... Ich weiß, dass die Priesterinnen mich jetzt angreifen, weil ich ja das Auge gestohlen habe. Man kann das jetzt als... Das Ding ist, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann das jetzt bezeichnen als schlechtes oder faules Leveldesign, dass man jetzt da nochmal durchgehen muss. Man kann es aber auch gut, sag ich mal, heißen, weil man jetzt nochmal quasi ein neues Gebiet zu erkunden hat. Es gibt da so oder sowas, weil im Prinzip ist es jetzt... Also ein Großteil der Gebiete ist halt jetzt leider gleich, das muss man ganz klar dazu sagen. Aber es gibt halt auch Änderungen, die man finden kann. Und ich meine, man muss ja auch mal dazu sagen, das ist ja auch immer bei vielen... Also ich finde, bei vielen Nachfolgern ist es ja eigentlich auch immer ganz cool, wenn man in die Gebiete zurückkehren kann, in denen man schon mal war und sieht, wie sich das verändert hat. Deswegen kann man sagen, dass es vielleicht auch eine ganz nette Geste ist. Wie gesagt, man kann es so oder so begründen. Es gibt da jetzt kein... Also ich finde, es gibt da jetzt keine objektive Meinung dazu. Wie gesagt, das muss dann jeder selbst entscheiden. Ist es zu faul? Ist es nicht faul? Oder ist es in Ordnung? Stab der Gefolgs... What the fuck? Wo kommst du denn her? Huch, habe ich jetzt aus Versehen beide Sachen schon aufgenommen. Gut, auf jeden Fall haben wir den Stab der Gefolgsleute gefunden. Stab der Gefolgsleute. Einer von den Gefolgsleuten in der Kathedralenstadt getragener Stab. Vor langer Zeit dienten die Gefolgsleute den Priesterinnen, aber seit diese verschwanden, durchwandern sie ziellos das eisige Eleum Lois. Ach, das sind diese hier. Das sind also die Gefolgsleute, nicht die Priesterinnen. Okay, so, jetzt muss ich aufpassen. Hier, wie gesagt, die Priester oder diese Gefolgsleute greifen uns halt jetzt an. Zum Beispiel auch sie hier. Sie greifen uns aber erst an, wenn wir ihnen den Rücken zukehren. Und hier habe ich jetzt halt, was ich jetzt hier nicht mehr habe, ist der Schutz durch die Eiswand. Das, warum ist denn der da hinten jetzt geaggrot worden und alle anderen nicht? Ist ja, alle anderen stehen da, aber der da ist geaggrot worden. Komm her, Junge. Aber ich meine, soll mich mal nicht stören. Finde ich ganz gut. Dadurch kann ich ihn schon mal rausnehmen. Ja klar, Freunde. Der hält ein bisschen mehr aus. Oh, voll falsch ausgewichen. Ich hasse diese verzögerten Angriffe. Weil man die eigentlich immer vergeigt, finde ich. Diese verzögerten Angriffe. Das sind so eine Sachen, die vergeige ich immer. Oh, stimmt. Da sitzt ja jetzt auch eine. Beziehungsweise die saß auch vorher schon da. Aber wie gesagt, die würde uns jetzt angreifen. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher.
Ich dachte eigentlich, mit dem Feuer wäre ich hier ein bisschen besser aufgestellt, aber scheinbar nicht. So, hier war ja der Ambush. Nochmal falle ich ja nicht darauf rein, Freunde. Sehr schön. Mit der Raim-Rüstung kann ich auch ein bisschen durch gegnerische Angriffe poisen. Aua. Das fand ich jetzt aber nicht so geil, mein Freund. Das fand ich jetzt aber wesentlich weniger geil. Nice. Das funktioniert doch ganz gut. So. Ich glaube, hier hatten wir alles, aber soweit hier war nichts genau. Im Anfangsgebiet hat sich jetzt nur so bedingt viel geändert, muss man klar dazu sagen. Da hat sich jetzt nur so bedingt viel geändert, aber wir kommen jetzt an den Teil, wo wir tatsächlich in ein neues Gebiet auch gehen können. Also wo sich nicht nur was verändert hat, sondern wo wir auch in ein komplett neues Gebiet kommen. Sehr schön, nur 3 Schläge. Ja, da kommt jetzt zum Beispiel die Priesterin an. Ich hab's ja gesagt. Die Kleinen kommen dann nämlich an hier. Daneben, mein Freund. So. Ich weiß, da oben war auf jeden Fall, wenn ich mich recht entsinne, eine Kiste. Da oben war, wenn ich mich recht entsinne, sogar eine Kiste, wo wir hingehen konnten. Aber was wir jetzt auch können ist, jetzt ist das Eis nämlich da vor diesem Teil weg. Und das heißt, wir können jetzt da durch und mal gucken, wo uns dieser Weg hinführt. Muss mal gucken, immer schauen, ob man zwischendurch irgendwo abspringen kann. Okay, wollte gerade sagen, da kann man theoretisch abspringen. Oh mein Gott, das sind diese Gegner. Oh, das war dumm von mir. Es sind die schrecklichsten Gegner. Erinnert ihr euch noch, wie ich gesagt habe, dass die Räder nicht mehr ganz so schlimm sind? Dass sie die ein bisschen gebalanced haben? Ja, das sind unsere neuen Skeletträder. Die einen halt einfach zu Tode machen können hier. Aber gut, das habe ich ganz gut hingekriegt, glaube ich. So, waren wir eigentlich... Okay, ich glaube, ich gehe doch noch erstmal ganz kurz... Weil ich glaube, das Gebiet, das hier jetzt kommt, ist gar nicht mal so klein. Ich hatte gedacht, das wäre irgendwie kleiner gewesen, aber das hatte ich wohl mit einem anderen Gebiet verwechselt. Ich will erstmal oben lang, weil ich weiß, oben kommt ja dann bald ein Bonfire. Sprich, wir haben dann... Ich würde jetzt gerne soweit das Gebiet oben erstmal... Also ich weiß ja, oben kommt bald ein Bonfire. Und ich würde das gerne so machen, dass ich das Gebiet oben erstmal soweit abarbeite, dass ich bis zu dem Bonfire komme. Weil dann kann ich beim nächsten Mal... beziehungsweise dann kann ich, wenn ich hier in dieses Gebiet hier nach unten gehe, habe ich den riesigen Vorteil, ich kann... dann habe ich den riesigen Vorteil, ich kann, wenn ich hier mit dem Gebiet fertig bin irgendwann, kann ich oben dann einfach bei dem zweiten Bonfire weitermachen. Das wäre zumindest ganz geil, glaube ich. Dann muss ich nämlich nicht diesen ersten Weg dauernd laufen, weil der ist wirklich scheiße langweilig, wie ich finde. So, jetzt auf jeden Fall erstmal hier durch. Genau, da oben waren nämlich Kisten zugefroren, daran erinnere ich mich noch. Sehr gut. Kam da? Ach, guck mal. Da ist wieder so eine. Mit ihren kleinen Dolchen, ey. Es tut mir fast immer leid, die zu töten, so wie die schreien danach. Ach stimmt, die kamen, glaube ich, von hier drin, ne? Ich glaube, hier saßen 2 drin und die ist runtergefallen jetzt, um mich anzugreifen. So, ich meine, hier oben waren nämlich zum Beispiel Kisten, die ich öffnen konnte jetzt. Genau, jetzt kann ich hier die 3 Kisten öffnen. Und soweit ich mich erinnere, waren das keine Mimics. Schön. Also ich weiß, wir hatten eine Mimic gesehen. Eine Mimic, die im Eis gefangen war. Göttlicher Segen, gut, Heil-Item. Das nimmt man immer gern. Zwillingsklinge des Zauberers. Die gucken wir uns gleich mal an. Und Seelengefäß. Gut, damit könnte ich nochmal neu skillen, aber das brauche ich ja jetzt eigentlich nicht. Ich hatte mir ja vorher meinen Plan so ein bisschen gemacht. So, ist das so eine Zwillingsklinge wie unsere? Bloß auf, mit Magie, die mit Magie skaliert oder sowas dann? Wo sind denn unsere Zwillingsklingen?
Da sind die Zwillingsklingen. Zwillingsklinge, Zwillingsklinge, Zwillingsklinge des Zauberers. Diese Zwillingsklinge stammt aus Melfia und dient als Beschleuniger für Zauberei. Diese seltene Waffe wird nur von wenigen Kriegern verwendet, da ihr Einsatz großes Können mit Stab und Schwert voraussetzt. Ach so, das ist quasi eine Zwillingsklinge, mit der man gleichzeitig auch noch Magie wirken kann. Eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. Hat natürlich was. Für so ein Mischbild wäre das ganz cool gewesen. Also eigentlich ja auch für unseres, aber ich habe halt zu wenig, was mir halt fehlt. Es sind ja nicht die Stats, sondern... Oh, der lebt ja gar nicht mehr. Was mir ja vor allem fehlt, ist... es sind die Zauberei-Slots. Natürlich treffe ich den nicht. Wieso treffe ich den nicht? Ach doch, ich habe ihn getroffen. Der hat bloß überlebt. Was komisch ist, normalerweise überlebt er doch nicht. Daneben, mein Freund. Und tschüss. Sehr schön. So, dann einmal das hier genommen. Schon wieder ein Eisflorett. Von denen habe ich jetzt, glaube ich, schon 4. Überhaupt nicht viele oder so, aber okay, von mir aus. So, ich glaube, hier gab es auch ein paar neue Sachen, die man jetzt erkunden konnte. Mit dem geschmolzenen Eise. Ach, wieder der Spaß. Komm, gib einfach auf. Danke. Das macht es uns beiden einfacher. So, da ist wieder so eine komische Priesterin, auf die ich aufpasse. Oh Gott. Eine? Hier sind eine Menge von denen. Mist. Voll daneben. Sehr schön. 2 auf einen Streich. So, tut mir ja leid um euch, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wieso hat die denn das jetzt aber überlebt? Hat die geblockt oder was? Tut mir ja schon ein bisschen leid um euch, muss ich mal ehrlich sagen. Hopp. So, komm her, Freundchen. So, da links waren wir. Ich glaube, da war auch nichts weiter, wenn ich mich recht entsinne. Aber hier konnte man jetzt zum Beispiel nämlich noch weiter, weil hier müssten wir jetzt diese Fackeln anmachen können, die wir damals gesehen hatten. Da hatte ich ja gesagt, oh, da kommen wir nicht weiter. Aber jetzt kann man ja hier die Fackeln anmachen. Ich repariere bloß mal gerade meine Waffe. Oh, das repariert nicht mal vollständig. Wie krass. So, dann einmal, wie viel von den Flammenschmetterlingen... Ah, ich habe noch genug von den Flammenschmetterlingen. Bam. Dann machen wir hier jetzt mal die Fackeln an. Und zack. 3. Wenigstens kommt nicht jedes Mal ein Finstergeist, wenn wir eine anmachen. Und 4. Weiß nicht, man hätte sie... Ich muss ganz ehrlich sagen, man hätte auch einfach eine Fackel machen können, oder? Weil es stört einen ja nichts, diese Dinger anzumachen hier. Ah, da sind auf jeden Fall ein paar von den Priesterinnen. Es stört einen hier ja eigentlich nichts, diese Dinger anzumachen. Oh, Tag auch. Was machst du denn hier? Mal ernsthaft, was macht der hier? Ich dachte, der gehört zu Bendrick. Und beachtet, dass die Typen ins Gefängnis geschickt werden. Und tschüss. Das war simpler als gedacht, muss ich sagen. Aber man merkt halt mal, wie stark man geworden ist, wenn man dann so einen Boss mal so ganz nebenbei einfach besiegt, ne? Ah, die Waffe, die wir haben, ist auch echt gut, muss man auch mal dazu sagen. So, da unten ist ja noch einer von denen. Warum? Jetzt greifen mich alle an. Können die nicht eigentlich auch zaubern? Ich dachte, die konnten auch zaubern. Warum macht denn das teilweise so derbe wenig Damage? Ja, schön. 2 auf einmal getötet. Das hier machte jetzt viel mehr Damage. Ich meine, wirklich gefährlich sind die jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich meinte, die konnten auch zaubern. Was mich jetzt extrem wundert, dass sie es nie tun, um ehrlich zu sein. Ist da noch eine? Ja, da rennt eine rum. Die ist tot. Oh, da ist ja noch einer. Ja, gut. Tot ist er trotzdem. Da ist noch ein Item. Menschenbild. Da ist auch noch ein Item. Okay, wir kümmern uns erstmal um sie. Dann noch um die Wache, um die Dehnwache.
Aha. Ja gut, das konnte man erkennen, muss ich sagen. Das ist, finde ich, dann ja wieder ganz gut gemacht, wenn man es wirklich erkennen kann. Vor allem, weil hier oben halt auch ein Item lag. Die Knochenfaust. Das ist eigentlich auch eine coole Waffe, aber es ist halt ein bisschen blöd, dass wir sie so spät im Spiel erst finden. Das ist quasi wie der Kestis, bloß mit einem anderen Moveset. An die Faust gebundener Knochen. Kommt im Faustkampf zum Einsatz, aus einer missgebildeten Kreatur gewonnen. Lässt den Träger mit übermenschlicher Stärke kämpfen, als würde der Geist des einstigen Besitzers die Kontrolle übernehmen. Nur mal kurz zum Zeigen. Zack, zack. Man kann damit richtig ordentlich angreifen. Mich wundert bloß, dass der die so in der Hand hält. Zum, zum. Weil man greift halt auch einfach mit dem Fuß an, obwohl da überhaupt nichts ist. Dieses Moveset ist halt... Das ist halt das geile Moveset. Das ja, zack. Man müsste die halt, wenn man... Die könnte man halt gut powerstancen, glaube ich, wenn man davon zwei hätte. Aber ich glaube, dafür muss man dann erst bis ins New Game Plus kommen. Gut, ich könnte das Gebiet hier ins New Game Plus packen mit einem Bonfire Aesthetic. Mit einem... Bonfire Aesthetic ist der englische Name. Wie heißt denn das auf Deutsch nochmal? Manchmal macht das so derbe wenig Damage. Ihr wisst, was ich meine. Diese Fähigkeit, dieses Ding, was wir schon mehrfach gefunden haben. Bonfire Aesthetic, nee. Sie ist anders. Aua. Ich guck gleich nochmal nach, weil mir lässt das jetzt gerade keine Ruhe. Wie hieß denn das nochmal? Da. Asketenleuchtfeuer. So, Asketenleuchtfeuer. Alles klar. So, dann hier einmal noch Garnisonshofschlüssel. Damit kann ich jetzt bestimmt den einen oder anderen Eingang noch öffnen. Öffnet den Garnisonshof von Eleum Lois. Der Garnisonshof wurde zur Eindämmung des Chaos errichtet und bis zum heutigen Tag warten Eleum-Ritter dort darauf, dass jemand den letzten Befehlen des Königs getreu den Vorstoß auf die geschwollene Flamme leitet. Ah, da finden wir dann wahrscheinlich auch weitere Ritter. So, ich würde sagen, ich repariere nochmal ganz kurz meine Waffe. Und ich würde mal sagen, dann können wir jetzt auch nämlich uns das andere Gebiet angucken. Dann haben wir nämlich den Teil hier geschafft. Das Problem ist, von dem anderen Bonfire aus kommt man halt nicht zurück, weil man nach unten fallen muss von dem anderen Bonfire aus. Aber jetzt haben wir quasi den ganzen Weg, jetzt haben wir quasi das ganze Gebiet vom ersten bis zum zweiten Bonfire geklärt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir einfach vom zweiten Bonfire aus starten und von dort aus nochmal gucken, was sich verändert hat. Aber jetzt können wir halt auch hier in dieses andere Gebiet. Ich meine, das Problem ist, in das andere Gebiet muss ich jetzt jedes Mal trotzdem natürlich noch vom ersten Bonfire laufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, einfach vom zweiten Bonfire aus hier mal hinzukommen. Das wäre ein deutlich kürzerer Weg, aber hey, vielleicht finden wir da ja aber noch ein Bonfire. Das müssen wir mal gucken. So, holen wir erstmal den Fahrstuhl, oder bringen wir erstmal den Fahrstuhl wieder runter. Das muss ich dann mal gucken. Ich meine, man kann natürlich auch durchlaufen, aber deswegen habe ich dafür nämlich eigentlich den Fahrstuhl nach oben gepackt. Damit ich beim nächsten Mal nach Möglichkeit wieder durchlaufen kann. So, und jetzt erkunden wir das Gebiet hier. Ich meine, das war halt auch nicht so ohne, gerade wegen dieser blöden Ratten mit ihren Stacheln. Ich meine, ich töte die mit einem Hit, das ist cool. Aber sie können mich halt auch echt schnell erledigen. Dämmerungskraut. Da ist schon wieder so eine Ratte irgendwo. Da kommt sie. Ah, ich lasse mich nicht von dir verarschen, mein Kleiner. Ah, ich hasse so eine großen offenen Areale. Kann man von überall... Ach komm, noch ein Finstergeist, ehrlich. Hexer Nikolai, da oben ist er. Das müsste aber auch ein NPC sein. Bloß das Problem ist, wenn es ein Hexer ist, kann er mich auch von da oben angreifen. Ah, okay, er kommt trotzdem runter. Das ist aber keine Hexerei, mein Freund. Wow, was ein Zauber. Alter, hält der viel aus, ey. Warum konnte ich da jetzt nicht den Dingensangriff machen? Was ist das denn jetzt? Hat er mich jetzt langsam gemacht? Ich glaube ja. Irgendwo greift noch ein zweiter an. So, gut, den hätten wir schon mal erledigt. Ich bin noch in der Fat Roll. Ich warte mal noch, bis der... Ja, perfekt.
bis der Effekt aussetzt. Irgendwo greift mich hier noch ein zweites Vieh an. Alter Pflanzenbalsam. Ah, ich glaube, das ist der Magier, der mich gerade angegriffen hat, oder? Jawohl. Die haben wir ja auch schon mal in Dingens gesehen, falls ihr euch erinnert. In dem Gebiet mit den, wo wir zum Darklurker, zum Finsterschleicher kamen. Wow, ganz ruhig, Freunde. Ah, shit. Nein, nein. Okay, erst die Ratte. Die Ratte muss sterben. Die anderen Viecher machen gar nicht so einen großen Damage. Das ist gar nicht so wild. Aber diese Ratte, die ist halt mega gefährlich. So, jetzt mache ich erstmal den hier fertig, der hier unten ist. Und den da unten kann ich, oben kann ich mich auch später noch kümmern. So, hier sind doch auch noch Ratten, oder? Shit, 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 shit. Ich hätte sie anvisieren sollen. Hier sind noch mehr, oder? Ich dachte, ich hätte gerade noch eine gehört. Nee? Okay, gelbes Kraut. So kann ich die Tür hier öffnen. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ich wollte doch sagen, da ist aber eine Ratte. Ich hab's doch gehört. Okay, so. Hier ist scheinbar zu das Tor. Das müssen wir erstmal irgendwie aufkriegen. So, ich meine mich zu erinnern, dass es hier auch irgendwo ein Bonfire gab. Aber fragt mich bitte nicht genau wo. Das ist sau lange her. Hier vielleicht? Ich meine, um die Kiste kümmere ich mich gleich. Ich bin mir zu 100% sicher, hier gab es irgendwo ein verstecktes Bonfire. Nee, nicht hier drin. Oder ich kann mich natürlich auch wieder komplett irren. Ich meine, ihr kennt mich ja und mein Gedächtnis. Der Zauber reicht nicht mal bis hier. Aber vielleicht war es gar nicht so versteckt und ich denke nur, es war versteckt. Ah, da ist es. Nice. Dann war es gar nicht so versteckt, wie ich dachte. Gut, ja, würde ich sagen, einfach mal kurz rasten. Dann haben wir alles nämlich schon wieder aufgefüllt. Perfekt. Perfekt. So, jetzt ist die Frage. Da unten könnte ich lang. Meine, warum eigentlich nicht? Ach, Moment, das ist das Gebiet, wo ich herkam, oder? Jo, das ist die Stelle, wo ich herkam. Das war natürlich clever von mir. Bring mich kurz mal zurück zum Bonfire. Tschüss. Voll verarscht, die kleinen Viecher. So, dann gucken wir erstmal nach oben. Wir haben jetzt zwei Wege, die wir... Achso, gut, so viel dazu. Gucken wir nach oben, so viel dazu. Das heißt, ich habe gar nicht so viele Wege. Und das war gar nicht so versteckt, das Bonfire. Gut, da habe ich aber auch nichts dagegen, dass das mal nicht so versteckt ist, das Bonfire. Wirklich viel Damage machen die Viecher hier aber nicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die sollen einfach nur nerven. Die sollen einen einfach nur so richtig nerven. Au. Alter, der war so groß und das hat fast keinen Damage gemacht. Mal von mir aus, Freundchen. So, ganz ehrlich, du machst so wenig Schaden. Ich öffne hier einfach mal die Truhe neben dir. Oh, wo kommt die denn her? Die ist vorhin wahrscheinlich irgendwo runtergefallen. Aua. Blitzstein. Yay, da kann ich endlich mal meine Blitzwaffe machen, die ich schon immer haben wollte. Was ich halt schade finde an den Blitzwaffen ist, dass die Blitzwaffen, dann, dass man nicht sieht, dass das Blitzwaffen sind. Die machen einfach nur Blitzschaden. Oh. Ja, und guckt mal, wen haben wir da. Wir können ihn anvisieren. Er sieht zwar aus wie ein weißes Summon, aber ich meine, wir erkennen ihn. Das ist Maldrin, der Assassine, der uns damals im Nebelturm überfallen hat. Und der versucht jetzt, uns ein bisschen zu verarschen. Hier habe ich das Gefühl. Oh, was willst du denn jetzt? So, der versucht jetzt hier so ein bisschen unseren Trust, sag ich mal, zu bekommen. Aber ganz so einfach mache ich dir das nicht, Kollege. Oh, er weicht aus. Ich meine, er weiß schon, dass er nicht nichts Gutes im Schilde führt, ne? Ich lass mich nicht so ein... Alter, warum kann er denn so gut ausweichen? Er greift aber auch nicht an, weißt du? Er tut halt wirklich so, als wäre er ein Guter. Ja, ganz ehrlich, ich lass mich nicht von dir verarschen, Junge. Greifst du jetzt an? Nee, noch immer nicht. War noch nicht genug.
War dir noch nicht genug? Jetzt greift er an. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, der Wichser. Ja, sehr schön. Wow, der hat zum Glück überhaupt nicht viel Leben oder so, ne? Der hat ja zum Glück überhaupt nicht viel Leben. Oh, ich habe ihn getötet. Ups. Weil eigentlich, man muss ganz klar dazu sagen, Alva-Helm, eigentlich soll man ihn hier gar nicht töten. Wenn man ihn nämlich auf niedriges Leben gebracht hat, macht er es wie im Nebelturm. Er rennt weg und lockt einen, na, ich will nicht sagen in eine Falle, er rennt einfach weg zu einem anderen Gebiet. Ich kann das ja dann gleich mal zeigen. Drakenblut, wo ist denn der Alva-Helm jetzt? Da, Alva-Helm. Von Alva, dem Wanderer, getragener Helm, bietet trotz seines geringen Gewichts sehr guten Schutz. Auf seiner Suche nach einem Heilmittel gegen die Krankheit der heiligen Seretta durchquerte Alva zahlreiche Länder, doch er blieb erfolglos und verließ den Ritterstand. Alva wurde einst von Schuldgefühlen und Reue geplagt, doch dank der Hexe, die zuvor gegen ihn intrigiert hatte, fand er seine Lebensfreude zurück. Ja, und die Hexe war diese hier, Sully. Die Geschichte kennen wir ja. Also eigentlich, wenn man den hier auf niedriges Leben gebracht hat, also eigentlich, ich denke mal, wie es gedacht ist, ist, dass man ihn gar nicht bekämpfen soll. Aber ich fand, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jemanden anvisieren kann, vertraue ich dem nie, selbst wenn er so tut, dass ich ihm vertraue. Aber wenn man ihn nicht angreift, dann versucht er einen hier an der Stelle jetzt zu backstabben, wenn man hier den Schalter betätigt und rennt dann weg. Und zwar nämlich hier durch dieses Gebiet, beziehungsweise, oder wenn man ihm genug Schaden gemacht hat, versucht er wegzurennen. Und zwar nämlich genau hier hin, durch dieses Gebiet und versucht einen hier dann zu, sag ich mal, überfallen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil hier, er rennt dann nämlich hier nach unten. Hier, man kann es noch nicht sehen, aber da unten ist ein Gegner. Und ein durchaus starker Gegner auch, zumindest einer, der viel Damage ausdrücken kann. Und man hat es dann, ja, man muss dann ein 1 gegen 2 kämpfen gegen einen recht starken Gegner und gegen einen Gegner wie den Maldron, der halt einfach, hier fällt man auch runter, das heißt, man kann nicht mal zurück. Wie Maldron, der einfach mit seinem Backstep one-hittet der einen, glaube ich, sogar. Große Keule plus 8. Da brauche ich nur 3 Titanitbrocken, dann kann ich sie aufs Maximum bringen. Ja, da sehen wir es. Das ist nämlich der, dieser Dämon, den wir schon mal bekämpft haben. Fragt mich nicht, wie er hieß. Aber der macht jetzt einfach deutlich mehr Schaden und hält deutlich mehr aus. Covetous Demon heißt er, glaube ich. Ja, guck mal, das ist halt einfach krass, was der jetzt an Damage macht. Im Englischen heißt er Covetous Demon. Im Deutschen, ich bin gerade nicht sicher, wie es im Deutschen der Name war. Das war der, der sich in die, in die Königin verliebt hatte und dafür angefangen hatte zu futtern. Oh, er dreht sich nochmal. Ja, ehrlich. Leckst mich am Arsch. Na klar. Weg, 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 weg. Ja, und wie gesagt halt, ich meine alleine, boah, ist der keine große Gefahr. Ist er nur so eine bedingte, Alter, willst du mich verarschen? Der macht halt einfach nur derbe viel Damage. Der macht halt einfach nur derbe viel Damage. Und hält eine Menge aus, aber in Kombination mit Maldron ist er halt richtig extrem nervig. Sehr schön. Jawohl, gut abgepasst. Warum mache ich manchmal so derbe wenig Damage? So, jetzt haben wir es. Also da bin ich fast ein bisschen froh, dass ich den so früh besiegt habe, dass ich den Maldron früh besiegt habe mit einem Backstep. Weil das hat die ganze Sache jetzt deutlich einfacher gemacht, sonst hätte ich ja, glaube ich, eine ganze Weile gehangen. So, Ring des Weißen Kriegers. Was kann der denn? Ist der noch weiter unten? York? Flynn? Ring des Weißen Kriegers. Ring der Wächter von Eleum Lois. Angriffe senken die Ausdauer des Feindes deutlich. Eleum Lois existierte, um die tobende Flamme zu unterdrücken, doch als die weißen Tore aufschlugen, wurde das Land kalt und leblos. Ja, ja, die Flamme. Wie gesagt, die wollen wir ja besiegen, die Flamme. Ach, ihr geht mir so derbe auf den Sack, ihr Viecher. Das Problem an denen ist,
Selbst wenn man nur neben ihnen steht, kriegt man schon Schaden, da sie einen mit ihren Stacheln treffen. Das ist so nervig. Diese Gegner sind einfach voll übertrieben, aber okay. Gut, aber wir haben das Schlimmste in diesem Gebiet schon hinter uns. Das war, wie gesagt, Mauldrin mitsamt dem... Wie hieß er denn nochmal auf Deutsch? Ich habe doch seine Seele noch irgendwo. Ich habe doch bisher nur die Seele des ersten Riesen verwendet mal. Habsucht-Dämon, genau. Habsucht. Da ist eine Tür. Ah, das ist der Shortcut, alles klar. Keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ob es ein wirklicher Shortcut ist, weil... Ich fand jetzt, der Weg von dem Bonfire war jetzt auch nicht so lang. Na, vielleicht, wenn man das Bonfire nicht entdeckt hat, dann könnte man es als Shortcut bezeichnen, aber okay. Ach Gott, und da sind diese Golems. So, worauf wir jetzt aufpassen müssen, ist, dass wir diese restlichen Golems nicht zwingen... Och, der Verlassene invadet auch nochmal. Geil. Was jetzt wichtig ist, damit wir uns das hier ein bisschen einfacher machen, ist einfach, dass wir die Gegner nicht neben diesen anderen noch nicht aktivierten Golems bekämpfen, weil sonst werden die auch noch aktiviert. Ach, der hält ja zum Glück überhaupt nichts aus. Der Verlassene ist so echt nerviger Gegner. Sehr schön. Der kann einen, das ist tatsächlich auch einer, der kann einen einfach überall invaden. Also, der ist nicht in die meisten NPC-Invader. What the fuck? Die meisten NPC-Invader sind ja auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, wo sie einen invaden können. Aber der Verlassene kann einen einfach in allen, also ich weiß nicht, ob in allen, aber in vielen Gebieten einfach invaden. Das kann echt ein bisschen nervig werden. So, ich guck nochmal ganz kurz hier in der Lücke. Nee, da passe ich nicht durch. So, wie gesagt, jetzt aufpassen, dass ich die Gegner hier nach Möglichkeit nicht neben den anderen Golems besiege. Natürlich kommen beide auf einmal wieder. Eine der Golem ist ja schon fertig. Da kommt noch ein zweites von den blöden Viechern. Ach klar, leckst mich doch am Arsch. Na klar. So, sehr gut. Jetzt kann ich mich um den verdammten Golem kümmern. Wir gehen schon tatsächlich die Estes aus, aber gut, wie gesagt, sollte ich hier nochmal hinkommen, sollten mir die Estes nicht noch so ausgehen, weil ja der Habsucht-Dämon schon tot ist und Mauldrin ist, glaube ich, auch einer, der nicht wieder zurückkommt. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr, das war dumm. Das gebe ich zu, das war ziemlich dumm. So, gib mir deine Seelen. Ich habe keinen Bock, dass du deine Seelen an den nächsten Golem hier weitergibst, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön immer ein bisschen weg von den Golems bleiben, dann passt das. Komm her. Voll daneben, mein Freund. Wow, noch einer. Oh, ich hasse die Viecher einfach. Danke. Ich kann ja mal so einen schimmernden Leben... Alter, wie viele schimmernde Lebenssteine habe ich denn inzwischen? Ach, der da ist noch aktiv. Mir gehen halt die Estes langsam aus, deswegen muss ich jetzt mal gucken. Boah, noch so ein scheiß Vieh, ey. So, jetzt noch der komische Golem. Was? Sehr schön. Gut getroffen. Ich dachte, da kommt noch der Alternative danach. Sehr gut. Der gibt auch ganz gut Seelen mit 3200. Wie gesagt, man muss natürlich fairerweise sagen, ich könnte einfach zurückgehen und das Gebiet nochmal angehen mit mehr Estes, aber ich will das jetzt nach Möglichkeit auch gerne mal abschließen. Ich will jetzt hier nicht 50 Jahre in diesem Gebiet rumrennen. Ich bin echt froh, dass wir es bisher so gut geschafft haben. Okay, da lohnt sich nicht abzuspringen. Wie gesagt, hier kann man, wenn man ein bisschen Pech hat, kann man hier ewig hängen. So, und ich glaube... Genau, wir sind auf der anderen Seite der Brücke angekommen. Ach shit, warum habe ich die gepullt? Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin doch so ein Vollidiot. Tschüss.
muss die doch gar nicht pullen. Stehen die da oben noch? Also ich meine, sie sind mir zumindest nicht in den Tod nachgesprungen, was ich fast ein bisschen schade finde. Das wäre echt toll gewesen. Das sind auch die, die ich nicht backstabben kann. Das ist das Problem. Ah, Mist, sie stehen da noch. Doch, die da kann ich backstabben. Sehr gut. Der zweite ist da auch noch und der dritte auch. Ignorieren die mich? Nee. Dann benutze ich jetzt ausnahmsweise mal den Schild. Doch, die ignorieren mich. Sehr schön. Dann leckt mich am Arsch, Freunde. Tschüss. Ignorieren die mich noch immer? Jawohl. Weil warum... Es gibt einen Grund, warum man die eigentlich ignorieren kann. Warum es dumm war, dass ich es nicht getan habe. Wenn wir nämlich hier nach oben kommen. Wenn wir dann irgendwann mal nach oben kommen. Habe ich da ein Item übersehen? Ach, nicht schon wieder. Ihr dummen Scheißviecher, ganz ehrlich. Ich habe echt keinen Bock mehr auf euch. Ich bin so froh, wenn wir gleich durch sind hier. Durch diese blöden Scheißviecher. Tschüss. Jawohl. Alter, war das knapp. So, damit bin ich jetzt auf Lebenssteine runter. Aber wie gesagt, ich ziehe das jetzt mit Lebenssteinen hier durch, weil ich habe jetzt echt keine Lust, dieses ganze Gebiet nochmal zu clearen. Ach, Keul. So viel dazu. Nein! What the fuck? Okay. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Das gebe ich zu. Die machen halt echt viel Damage einfach. Das ist das große Problem. Sehr gut. Hat er mich gerade während des Backsteps treffen können? Was? Der dritte Drachenring? Achso. Der wird ja immer geschädigt, wenn ich getroffen werde, ne? So, tot. So, dann erstmal ganz kurz Sachen reparieren. Ich hoffe, da gilt auch der dritte Drachenring mit rein. Ich weiß, ich spiele jetzt sehr defensiv, aber wie gesagt, muss jetzt nicht sein. Ja, der dritte Drachenring wird dadurch auch gleich repariert. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Oh nein. Und tschüss. Kann ich hier bitte das Item? Nein, ich will das Item. Danke. Rebenbalsam. Oh, so einer noch. Aber dich kann ich auch backstabben. Wirst du überlebst, oder? Nee, du überlebst nicht. Oh, wir haben es fast geschafft. Ich glaube, wir sind bis oben gekommen. Was ist hier noch? Keine scheinbare Wand voraus. Na gut. Ich glaube, wir haben es bis ans Ende geschafft, dieses Gebiets. Oh, ja, das müsste es sein. Ich habe irgendwo aber gerade was übersehen, muss ich sagen. Irgendwo habe ich gerade was übersehen. So, Tag auch. Da haben wir unseren ersten, also eigentlich unseren zweiten Ritter, der mit uns jetzt in das alte Chaos ziehen wird. Boah, ein Ritter aus Eleum Lois sucht das Chaos, jawohl. Ich habe aber irgendwas übersehen, muss ich sagen, weil eigentlich, also was heißt übersehen? Es ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, aber eigentlich hätte ich mir einen Shortcut freischalten können und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will wenigstens noch bis dahin kommen, bis ich mir den Shortcut freischalten kann. Aber irgendwie war ich nicht, habe ich den nicht gefunden, habe den Weg nicht gesehen. Das ist doch weiter oben. Ich meine, ich kann mich jetzt einfach zurück teleportieren, aber ich will wenigstens den Shortcut ganz kurz noch zeigen. Weil, doch, dann ergibt die Tür nämlich jetzt auch tatsächlich Sinn ein bisschen. Nee, ergibt immer noch keinen Sinn eigentlich, diese Shortcut-Tür. So, hier oben muss es irgendwo sein. Ah, hier. So. Hier können wir nämlich den Schneeball zum Rollen bringen. Und deswegen war es vorhin doof, die Typen da zu bekämpfen. Weil die werden einfach überrollt. So, und damit schafft man sich einen Shortcut tatsächlich über die Brücke. Was halt auch angenehm ist auf jeden Fall. Dieser Shortcut über die Brücke. Damit muss man halt, kann man halt auch einen Großteil des anderen Gebiets skippen. Muss man immer sagen, weiß nicht, wie extrem sinnvoll das jetzt ist, aber
Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wie gesagt, ich hätte es mir auch einfacher machen können, wenn ich, nachdem ich den Habsucht-Dämon besiegt hätte, einfach nochmal zurückgekehrt wäre, um meine Estes wieder aufzufüllen. Aber ich wollte dann weiterziehen. So, damit haben wir den ersten der Ritter gefunden, aber ein paar sind ja noch. 4 schimmernde Lebenssteine. Geborster roter Augapfel. Und der Stab von Azal. Der Stab von Azal. Ist das eine... Da. Stab von Azal, dem Weisen von Ferossa. Er ist grob gefertigt, aber von der Magie des Azal durchdrungen. Er kann Zauber sehr verstärken, aber ihren Einsatz auch stark verringern. Dieser für die Unerfahrenen ungeeignete Stab ist der Beweis für Azals Talent. Da braucht man aber auf jeden Fall mehr Intelligenz. So, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt aber. Alter, wie viele Menschenbilder ich habe. Ich könnte einfach mal eins benutzen aus Prinzip, damit ich nicht mehr so hässlich aussehe. So, das haben wir geschafft. Das heißt, es geht zurück. Wir haben auch mindestens ein Level-Up tatsächlich wieder erspielt und das ohne irgendeinen Boss zu bekämpfen. Alter, na, wobei, den Habsucht-Dämon haben wir bekämpft. Also ein gewisser Boss war es ja schon, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ein gewisser Boss war das ja schon. Kein Wunder, dass der hat... Ich weiß aber nicht, wie viele Seelen der tatsächlich gegeben hat. So. Lass mich mal bitte aufsteigen. So, Vitalität. Ja, für nochmal reicht es leider nicht. Ah, ich kann mir noch Lebenssteine kaufen und Rüstungen. So, und wisst ihr was, ich nehme einfach... Ich meine, ich habe so viele von den Dingern und... Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich halt ein bisschen... War ich ein bisschen sparsamer damit, weil man die ja für den Darklurker braucht, aber den habe ich ja so schnell geschafft. Das ist ja eigentlich recht gut gegangen. So, 5700 nochmal hier investiert. Das ist halt auch das, ab einem bestimmten Punkt, wenn die Level-Ups halt so teuer werden, kann man sich eigentlich fast immer die Lebenssteine voll kaufen. Das ist eigentlich schon fast ein bisschen übertrieben. So, gib mir mal... Was habe ich hier noch nicht gekauft? Ich habe hier noch nicht das Rest von, den Rest von Weltstadt-Sets von Weltstadt-Set gekauft. Und hier haben wir noch ein bisschen was vom Schmelzer-Dämon. Das können wir mal noch mitnehmen. Und dann haben wir den ersten Ritter gefunden. Aber es stehen noch ein paar aus. Ich glaube, es waren 4 Stühle dort vor dem alten Chaos. Das heißt, 2 sind theoretisch noch zu finden. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal... Jetzt fehlt hier nur noch ein Bonfire tatsächlich. Beim nächsten Mal machen wir dann hier vom zweiten Bonfire aus. Und erkunden... Eleum Lois, ja, ein weiteres Mal, aber ich würde sagen, das dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin und ciao.